Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, wo bin ich heute? Ich bin heute am Hesselberg. Das ist im Fränkischen noch, in der Nähe von Wassertrüdingen. Ich habe hier Kameras aufgebaut, und zwar zwei Stück. Einmal meine Sony RX 10 Mark II. Die macht jetzt schon schön Aufnahmen. Und die fotografiert jetzt quasi 2 Stunden lang alle 10 Sekunden ein Foto. Und dann habe ich meine zweite Kamera, die Sony Alpha 6000, noch mit dabei. Mit dem Samyang 12mm. Und da ist als Vordergrund oder ja, als Highlight noch dieser kleine Fahnenmast hier mit drin, mit der Windfahne. Und da mache ich dann noch ein paar Aufnahmen, die blende ich euch dann auch mit ein. Also der Blick hier vom Hesselberg runter, der ist schon sehr spektakulär am Morgen. Und es ist ja ein Berg, bei dem außenrum alles flach liegt, kann man sagen. Also es gibt da keine höhere Erhebung im weiten Umkreis, soweit man blicken kann. Und darum hat man da auch so einen wunderschönen Rundblick, besonders jetzt hier am Morgen natürlich oder auch am Abend. Ich zeige euch das mal. Also der Nebel quasi und die Wolken liegen hier richtig schön im Tal unten noch drin. Da werde ich jetzt dann auch noch mal eine Aufnahme machen. Der Wind geht auch ziemlich heftig hier oben, jetzt in der Früh im Moment. Man sieht es an den Bäumen etwas, man hört es wahrscheinlich auch in der Kamera. Hier hinten haben wir den Funkmasten, den ich in der Nacht schon mal fotografiert habe. Da fehlt allerdings die letzte Spitze oben. Der war schon mal höher, die haben sie abgebaut. Ja. Zu der Einstellung von der Timelapse-Aufnahme. Also die Timelapse-Aufnahme wird ca. 30 Sekunden werden, dann, wenn sie fertig ist. Die Einstellung habe ich über eine App gemacht. Ich habe ja Sony-Kamera, die RX10, und da gibt es dann die App im Play Memory Store, die heißt Timelapse oder Zeitraffer, und da kann man in der App Sonnenaufgang, Sonnenuntergang sind vorgefertigte Applikationen drin, wo man solche Aufnahmeeinstellungen machen kann. Diese Applikationen, die vorgefertigt sind, die kann man natürlich auch noch entsprechend abändern von der Zeit, vom Intervall. Ihr könnt da einstellen 3:2 Format, 16:9 Format und so weiter. Aber alles andere übernimmt im Endeffekt die App von der Kamera. Ihr braucht nur die Kamera positionieren und das war's dann. Zur Fotografie dann mit der Alpha 6000 brauche ich euch nicht viel sagen. Wir haben wieder mal Lichtverhältnisse hier. Heller Himmel dann, Vordergrund Gegenlicht, Vordergrund etwas dunkler. Also ich mache wieder mit der Alpha 6000 meine HDRs, sprich Belichtungsreihe. Mit einer Belichtungsstufe Unterschied, 3 Fotos und baue die dann am PC zusammen. Da spare ich mir vorne die ganze Filtergeschichte und es funktioniert genauso gut. Im Gegenteil, man hat da schon gar noch ein bisschen mehr Spielraum, finde ich. Thank you.
zur Timelapse-Funktion habt von den Sony-Kameras mit dieser App, gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Servus und Ade.